Nestled in a high valley deep in the Copperneck Mountains, this shrine is not easily found or accessible. But luckily, you know the way. The shrine lies on the edge of a giant frozen lake, surrounded by ancient, towering trees. Adorning the structure's stone face are innumerable symbols of power and strength, but you cannot determine whether the shrine was dedicated to some specific entity, or simply to the general concept of strength. You enter through the large stone doors, hoping to find something within that increases your own power. As you walk along the entryway, you see a number of runic inscriptions carved into the walls. They're hard to make out, but you believe they profess an ideology of strength begets strength. In order to increase one's own strength, one must first demonstrate strength. You open the next set of doors and come face to face with that ideology in practice. A powerful savas materializes in front of you and wordlessly begins to channel a destructive force in your direction. You will need to prove yourself to get at whatever is in this temple. Im Moment eigentlich recht zufrieden. Okay, das ist auch sehr interessant. So, okay, weil er Schild hat. Hier, direkt überlegen, das mit den Durchstechen zu machen. So, wir machen mehr Schaden. 5 Damage gehen wir. Und wie gesagt, wir gehen auf das Durchstechen. Du und alle Verbündeten erhalten für alle eure Angriffe diesen generalisierten Durchstechen 2. Das heißt, er hat keine Rüstung, wenn wir jetzt gleich angreifen. Und das ist halt einfach nice. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Reichweite. Ich habe keine 6 Reichweite mehr. Doch, habe ich. Haha, ich habe gleich mein Auge. So, der da hätte ich auch warten. So. Genau, dann gehen wir auf den Äther. Sind wir nach dem Gegner dran und machen Blitzschub. Aber ich kann den Safe bestimmt nicht lehnen oder so, ne? Doch, finde ich. Dann ist die Farbe gleich. Ach komm, was für ein Windgeist. Was ist denn mit dir falsch, ne? So, zack. Ist die Frage, gehen wir direkt auf den krassen Damage? Ja, ne? So, dann, bei denen denke ich mir zum Beispiel, das ist ein Elites aus, ne? Wenn ich jetzt hier meinen Nachtschleier dabei hätte, der geht da kurz so hin, gibt den so eine Backpfeife und der ist tot. Oh, mein Freund. Ja, hat da keine Geheiz in diesem Zug, ne? Das wäre natürlich, wiederum ganz gut. Wieso? Und Angriff. Eine Wunde. Hey. Und? Ja, nice, stimmt. Das ist natürlich dann mega, ne? So, hier gehen wir auf die 4 Schaden. Oder? Ja, ist okay. Gehen wir auf die 4 Schaden. So, auf die Anisie. Und dann haben wir die Bewegung mit 2 Schaden nochmal mit. Durch Abwehr habe ich keinen Vorteil, aber dafür können wir dadurch stechen. Das ist das Wichtige, was wir hier brauchen. So. Wir könnten ihn lehnen. Oder 4 Damage geben. Und selbst die Heilung geben. Machen wir so. Wir greifen vorher an. Weil gebe ich meinen okay. Mal 2 einfach. Tja. Heben uns nämlich unseren Segen für den nächsten Raum auf. Weil den hätten wir safe gekillt. So, jetzt haben wir natürlich. Ja gut, die Frage ist, was dann im nächsten Raum wartet, ne? Kommen wir normal erstmal los. Durchspringen, Zug. Komm, Schicksalsläufer. Ja, jetzt können wir natürlich nur die 3 Felder vorgehen und angreifen. Ne?
Ich glaube, ich habe diesen einen Angriff mit. Ganz rausgetan. Ich habe ich ganz rausgetan. Das ist natürlich dann echt schlecht gelaufen. Na ja, gut. Töten wir wahrscheinlich kein Ziel. Ist die Frage, ob wir. Komm, Helfer will ich eigentlich nicht rufen. 3 Schaden, 5 Reichweite ist doch eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Ist die Frage, auf den Feuerball gehen oder. Das ist ein sehr großer. Also groß ist der Raum nicht, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich mach die Tür auf. Jetzt muss ich auch da lang. Ja, wobei ich habe auch noch meine Schuhe, ne? Aber ja, ist aber dennoch nicht gut, weil. Ja, macht sie noch Sorgen, wenn wir uns damit bewegen, damit einen angreifen und in nächster Zukunft ferner machen. So hauen wir das raus. Alles klar. So. Das ist natürlich unsichtbar. Ne? Schild 2, wie ein Frostdämon, allein ein Schaden. Gut. Ich glaube, ich greife ihn an. Ja, wobei. Nee. Wir greifen das mit ihm an. Ja. Mana ist minus 2. Yes, sehr gut. Sehr, sehr. So, die machen das Schild, ne? So, aber ich kann jetzt hier in die Tür gehen. Hier mit 4 angreifen. Greifen wir ihn mal an. Minus 2. So, ich brauche. Boah, die waren gerade echt schnell. Nee, ich brauche den Mana-Bolzen. Ja. Und dann nehmen wir noch den Äther mit, weil dann habe ich die Karte auf jeden Fall safe sicher. Ne? So, zu wenden. So, mit Mana Bolzen gehen wir rein. Mit Inferno machen wir den Damage. Und das passt. Und hier jetzt mal gucken. Komm, noch ein kurzer Rast. Ja, ist okay, die kann man schon weg. Wir sind eh zu langsam, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine 5er Reichweite. Ich überlege natürlich jetzt hier auch. Entweder geben wir die ganze Zeit 2 Schaden. Oder ich mache das Durchstechen weg. Also, ne, das ist ja, gut, das ist eh nur ein Schild. Durch ein Schild komme ich wahrscheinlich auch so durch. Gehen wir hier auf die 5 Damage. Ich wollte 4. 1, 2, 3. Ah, ich komme nicht so weit. Ha! Aber hiermit komme ich so weit und bin auch wieder unsichtbar. So, ich muss irgendwo hier jetzt verschlossene Tür, wahrscheinlich nicht irgendwas töten, ne? Geht's bestimmt auf oder so, ne? 3, 1, 2, 3, ja, 1, 2, ja. Da stehe ich gut. Da kann ich dann gleich auch mein hier mal 60 Sekunden auf Feuerball machen, ne? Den ich da habe.
Was ein Schlimmes. So. Vorteil, Damage, zack, drauf da. Komm, gönn uns. Okay. Unsichtbar. Wir müssen der Gefahr beiseite gehen. Ihnen da hinten geben wir die Target. Wobei ich gerade überlege. Kann ich glaube jetzt auch an. Blick hat einfach Feuer zu aktivieren mit Inferno, den Rest zu besiegen. Boah, der Kiesch vielleicht auch. Brauche ich das Feuer wirklich? Also die würden eh sterben. Der. Nee, komm. Jetzt gerade brauche ich es, glaube ich, nicht. Ich kann die auch einfach mit dem Feuerball auch gut Schaden machen. Also kurzer Rast. Ja, ist okay, dass die weggeht. Wie gesagt, der Feuerball ist ein 3 Damage. Sollte eigentlich auch super ausreichen. Ne? Andersrum ist, nehme ich die Bewegung mit. Gut, die Frage ist, wohin wir uns bewegen, ne? Ja. Gehen wir einfach mal 2 Felder vor. Und nehmen auch den hier, ne? Sollte, glaube ich, auch reichen. Oh, 4 Schild, alles klar. Und Heilung 2. Wir sind vor uns dran. Okay, den kriegen wir, glaube ich, jetzt doch nicht drüber in dieser Runde. Alter, den Schild kommt schon gar nicht vorbei. Wobei doch, ich hab den hier. Ich hab, ja, wobei es nur 3. Ah, okay, okay, ich sag doch nichts, ne? Das war gar nicht so schlecht. Ich dämpfe, glaube ich, einfach mal hier drauf. Gucken, was passiert. Elite-Schwammlinge erscheinen. Okay. Ist die Frage. Der beutedifizierte Truhe. Die Einzeltüren des zentralen Raums werden sich öffnen, wenn die Bockplatte im zentralen Raum aktiviert wird. Die Doppeltür öffnet sich erst, wenn alle Bockplatten in den Räumen hinter den Einzeltüren gleichzeitig aktiviert werden. Okay, das heißt, einer muss rechts lang, einer muss links lang. Und dann wahrscheinlich auch die Truhe dran sein. Okay. Also, Mensch, hier. Die wird ja nicht weggehen, Mensch. Da auch runtergehen, ne? Ja, wenn ich jetzt damit angreife. Das wird mir halt. Gefühlt nicht viel, ne? Ja gut, ich müsste ja nur einen Schaden schaffen, ne? Ja, komm, ich versuch's einfach mal. Das ist er. Nice. Hat funktioniert. Ja. Ich bin sehr positiv überrascht. So, jetzt. Durchstechen dann nicht. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf ist schon ziemlich ordentlich, ne? Will ich mir erstmal den Vorteil holen? Komm, kurze Rast. Ja. Ja. Nee, komm. So, wir holen uns die 2 Damage schon mal auf ihn und dann holen wir uns den Vorteil. Hier würde ich gerne. Ja, Feuer ist aktiv, bringt mir halt gar nichts, weil. Ja. Ich habe einfach die 3 Schaden, oder?
Gut, wir hier bei 4 Schaden ist aber auch jetzt nicht der Rede wert. Gehen wir einfach 3 Schaden. Gucken mal. Angriff 4. Okay, ich komme ganz dran. Das ist okay dann. So, wir tagen dich mal. Zack. Ich darf jetzt einfach erstmal Schaden. Überdauern. Und wir holen uns hier den Vorteil auf unsere getargeten Gegner. Und die können sie manchmal unsichtbar machen. Das reicht praktisch manchmal, ne? Also, und hier. Ja, wir gehen einfach mal näher ran, weil wir müssen ja eh zu dieser Plattform, die natürlich auch wieder mal hinterfallen steht. Oh, eine Wunde, ach, eine Wunde auch mal. Das hat jetzt vielleicht auch 3 Schaden direkt. Okay. Ich überlege gerade, ob ich das hier abnehmen soll. Wenn man stieg. Ja, komm, nee. Bringt man nicht so viel, glaube ich. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Damit habe ich die 5 Reichweite schon. Dann kann ich die Bewegung machen, nochmal 2 Schaden. Das ist gut. Und hier können wir uns jetzt entscheiden. Ich werde wahrscheinlich aber dennoch erstmal auf. Hier drauf gehen, oder? Ich meine, das ist einfach 3 Damage, ne? Ja. Einfach schnell sein. Ein Segen geben. Und hier einfach 3 Schaden, ist okay. Ja, das ist ein Anfang. Das sind aber sogar auf 4 Damage. Und zu beenden. So, der da hinten, der hat auch immer näher. Er hat gar. Was hat die denn? War er gelähmt? Konnte er sich nicht bewegen? Kann sein. So, zack. Gehen wir auf die 3 Schaden. Mal 2. Nice. So. Ich will jetzt sogar noch weiter nach da hinten zu gehen. Wobei. Ne, komm. Wir gehen erstmal so. Und gegen ihn auch noch in die 2 Damage. So, wenn er gleich dran ist, ist er eh. Ach komm, er ist jetzt auch schon besiegt. Wunderbar. Jetzt müssen wir gleichzeitig halt auf den Dingern stehen, ne? Ich mache hier auf eine lange Rast, damit ich meine Karten wieder aktivieren. Und hier müssen wir auf jeden Fall eine kurze Rast machen, ja. Und genau die Karte brauchen wir halt, ne? Einfach damit unsere Gegner hier nach und nach Schaden kriegen, uns unsichtbar. Okay. Gut, wäre jetzt ganz schön notwendig gewesen. Wir haben uns leider eh. Wobei 3 Schaden, ne? Mit Vorteil. Mit Vorteil gesagt, so. Ich hack hier mal 1 oder 2 Schaden raus. Ja, komm, 1. Mal 2 sind wir bei 6. Hey. 6 Schaden haben wir nicht, ne? Jetzt sind wir noch 15. Ah, die hatten halt gut was aus, ne? Sehr gut, sehr gut. Sehr viel. So, hier holen wir uns unsere Karten zurück. Ja, die kann eben weg. Das ist in Ordnung. Runde 9. So. Wir müssen erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, mit der 3 Bewegung wahrscheinlich. Auch Schaden machen, ne? Und dann
damit noch angreife, ne? Wo unsichtbar sind, ist das eigentlich auch ganz gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ja, der reicht halt, ne? Oben. Machen wir einfach mal den Inferno-Ding. Heilung. Warum heilst du da? Als 1, 2, 3. Sie forscht. Ah, ich komme nicht dran. Okay. 1, 2, 3 sind 4, nämlich. Ja, hoch. So. Aber wir kommen jetzt schon mal auf den Hebel. Und hier einfach überspringen. Kommt mal 2, mal 2, plus 2, irgendwas. Ja, plus 1 ist okay. Und wir gehen in diese Richtung. Nein, ach komm. Egal. Ah, Missklick. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da haben wir schon wieder 6. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Eine 5er Reichweite. Habe ich denn eine 5er? Okay, nehme ich nicht. Nur der hier. Ich nehme mal meine Karten mit. Ja, 19, die brauche ich ja. Ne. So, die drei Bewegungen sind schon näher dran und damit angreifen. So, guck mal, wer vielleicht auch in meine Richtung kommt. Hier könnt ihr noch eine lange Rast machen, um meine Stiefel zurückzubekommen, damit wir nachher auch wieder rüberkommen. Ist auch eine gute Idee. Weil. Komme ich denn eigentlich so jetzt auch schon dran? Wäre eigentlich auch ganz nice. Ne? So, wir machen unsichtbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich komme mit Stiefeln, komme ich schon drauf. Mega. Okay. So, die hier anwählen. Und zwei Schaden. Super, hätte jetzt noch. Er ist auch schon ein bisschen. Jetzt ist ein Zug. Ordentlich gemacht, aber egal. Jetzt gleich ist er auch besiegt. Daher passt du auch. Es geht bei euch. Okay, Vorteil ist, wir müssen sie nicht besiegen. Ja, ja ich brauche den Blitzschub, ich brauche die Bewegung. Wir müssen nur. Hier eben eine lange Rast. Hier mit Springen und Blitzschub. Gucken wir mal einfach, wie die Gegner sich bewegen. Guck mal, er ist einfach eben besiegt. So. Und die beiden, ja, die laufen halt munter auf sich munter los, ne? So. Ganz ehrlich, komm, ich kann jetzt doch bis hier laufen, ne? Ist ja eigentlich jetzt ganz clever. Werfen wir an. Ist eigentlich egal. Weil wir aktivieren jetzt den hier. Dann sind unsere Schuhe doch auch wieder aktiv. Und dann können wir gleich über die hüpfen. Abzug bestätigen. Stimmt, wir dürfen uns auch noch zwei Karten hier holen. Wird ja immer besser. Abzug bestätigen. Dann haben wir den Äther auch wieder zurück. In unserer Vierer bewegen und dann sind wir einfach schon da. Also überlegt den Ohrring vielleicht bei ihm auch noch zu kaufen. Also ist das ist einfach wirklich eine geile Karte. So, könnt ihr weg. Ich meine, das sind halt einfach wieder. Wir haben dann drei, wir können fünf Karten zurückholen. Allein nur deswegen ist das schon so krass. Bewegung. Ist in Ordnung. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir kommen ran. Das reicht so. Wir müssen ja nur auf die Truhe.
Ja, hier kommen. Also auch überspringen. Sind zwei weg. Hier dürfte doch nichts drin sein, ne? So, gucken wir mal. Machen wir einfach noch. Einfach noch was können. Patsch. Ah, viel Schaden, mein. Ja, das sieht gut aus. Ist okay. Ist okay, komm, jetzt bewegt euch noch, dann haben wir den Zug. Ja, haben wir die App einfach geschafft. You rush forward and take hold of the sigil of strength lying on a pedestal in the inner chamber. Immediately, an overwhelming power surges through you, and all of your foes disappear as quickly as they had appeared. You feel a great strength welling up inside you. For an instant, your vision goes dark, and you see glimpses of a strange runic alphabet. The power dissipates, and your vision returns. But before you can write down the symbols, they fade from memory. Es ist erstaunlich, dass es nicht von Wissenschaftlern wimmelt, oder vielleicht auch nicht. Denn die Gefahren in Gloomhaven und seinen Umgebungen sind beträchtlich. Doch dafür gibt es ja diese Söldnergruppen. Die Resultate sprechen für sich. Die Elementarwerte sind erstaunlich. Die Möglichkeiten wirken grenzenlos. Du dankst den Söldnern für ihre Hilfe und bereitest dich auf den langen Rückweg zum einsamen Turm in der Wildnis vor. Du musst herausfinden, wie sich diese Kräfte am besten nutzen lassen. Aber schnell, bald werden sicher weitere Elementar-Enthusiasten nach Gloomhaven kommen. Weil er hat viel zu viel Bock gemacht zu spielen. Elementalist.